zu früh weggegangen von der Lenkung und da ist schon das Ziel. Sechster Platz ist okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 4, Folge 30. Hier war das mal stehen geblieben, ich sollte weiter. Das hier. Andere Felgen drauf. Was wohl die Gewichtsreduktion nochmal erklärt, ja. Ich habe mir gerade so ein Selfmade-Tuning hier raufgezogen. Nicht Selfmade. Quatsch. Ein Custom-Tuning, was den Wagen nochmal ein bisschen leichter gemacht hat. Das Handling verbessert hat, aber offenbar leider auch diese scheiß hässlichen Felgen mit sich bringt. So, mal gucken. Er ist ja immer noch extrem schwer zu bändigen. Aber gucken wir mal, ob er sich einigermaßen gut schlägt. Oh, mal gucken. Wir gucken auf jeden Fall mal. Hallo, da ist noch was. Super. Da sind wir natürlich wieder in unserem wunderschönen glänzenden Bugatti Chiron unterwegs. Ja, dieser Sound im niedrigen Drehzahlbereich wie durch den V16, durch den W16 ist das ja mittlerweile schon. Ne? Haben wir ihn auch mit 170 um die Kurve, oder? So ein Agera RS wirst du jetzt nicht rankommen, so, aber. Das ist schon gut. Ach, leicht gegen den Agera RS, klar. Aber ist er jetzt auch ein X999 Auto hier, ne? Also in der Klasse ist er nicht der stärkste. Ja, ist halt ein Bugatti. In 400 Metern links abbiegen. Aber wir sind gleich am Rennen. Ach Gott, Alter. Links abbiegen. Er geht auch ab, Alter. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Jetzt sieh dich. Hallo, ich würde gern starten. Ja, ich würde gern Einzelspielen. Und ich würde aber auch ein anderes Auto diesmal nehmen. Wir haben halt müssen mal ein paar neue kaufen, Alter. Noch den Veyron. Wir haben leider gerade nur 1,3 Mille. An Hennessy, wa? Aha. Was gibt's denn hier? Es gibt One-to-One, es gibt den normalen. Hä? Gab's hier nicht irgend so einen alten Mal? Ach so, das ist aber kein Super. Das ist kein Hypercar wahrscheinlich, ja? Oh, der Senna. Der, nur 1 Million für den Senna? Für das Kawaka? Oh, der Like in Hypersport. Auch geil. Ja, wir können das ja einfach alle kaufen, Alter. Ja, Digga, der Senna ist so krass. Ohne Scheiß. Ja, Digga, der bleibt so, wie er ist. Da gefällt mir irgendwas besser. Hat auch schon was, wa? Mit diesen roten Bremsen. Fällt mir 1 Mille, Digga. Wir können den sogar noch krass auftunen. Das ist einer der krassesten Autos im Spiel. So. Daher. Jetzt wird den erstmal upgegradet hier. Denn wir können es gar nicht machen jetzt. Ach, Helle, los, ich will fahren. So. Wir hier ein bisschen Ungeduld zeigen, dass das Spiel auch mal ein bisschen was macht. Außer mit diesen Ladebalken. So, wir fahren dann auch direkt. Okay. Was hat denn der für eine Wertung? 77 schon. Ja, der Agera RS ist natürlich jetzt schon krass hart, ne? Können halt leider nur so tunen erstmal. Der ist halt... Ach, wir können es gar nicht machen, weil wir... 350 ist halt auch leider extrem lahm. Der muss dringend getunt werden. Aber wir testen den jetzt mal einfach so stock, wie er ist. Ja, die anderen rasen davon immer noch.
shit. Das haben wir uns hier abbremsen lassen. Aber 7 Gänge finde ich schon mal gut. Ja, Gera, dräng mich ab, Alter. Genau. Schaut's euch doch an, Alter. Der Sound ist ein bisschen unspektakulärer. Aber Kuchenlage ist ganz okay. Ja, der muss unbedingt getuned werden. Das geht echt nicht. Der ist wirklich untermotorisiert hier einfach. Kurvenlage ist gut. Auch schon Stock, ne? Ja, guck mal, der Lambo. Ja, die Königsex haben zu viel Power einfach. Ja, Lambo. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so billig ist. 1 Million ist doch nichts. Ist doch fast schon peinlich. Ich dachte, so ein Covercar kostet mehr. Ja, den Punkt hat er mir natürlich nicht gegeben. Das Checkpoint-Problem von Forza, man kennt's. Na, 10. ist halt echt schwach, ne? Aber wir kommen halt an die guten Autos einfach nicht ran mit diesem Wagen, so. Wir müssen den dringend aufrüsten auf die 1300 PS oder so, dann... Ja, aber jetzt bergab... Ey, guck mal, durch ihre Power beschleunige ich mich einfach raus, ne? Okay, jetzt haben wir ein paar gekriegt. Oh, mehr Dampf, 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 Dampf! Ach, Entschuldigung. Nur unsere Kurvenlage ein bisschen ausspielen. Ja, zu früh weggegangen von der Lenkung und da ist schon das Ziel. 6. Platz ist okay. Hätte besser gehen können. Ist klar. Aber ist ja noch Stock. Und die meisten Autos waren uns leistungstechnisch sowieso überlegen. Wenn ich das so sehe, ist nur ein Auto drunter. Ne, 2 Autos. 3 Autos sind drunter, ja. Okay. Ach, der Aventador ist echt noch letzter geworden. Please. Wir müssen den dringend aufrüsten und dann... Kurvenlage und so, krasses Setup noch drauf, machen wir dann auch noch. Und dann läuft das, dann machen wir sofort, Alter, sofort, jawohl. Nee, ich würde das gerne, naja, ja, okay, wir müssen immer zum Festivalgelände dafür, leider. Es gibt ja auch nur eins hier. So, am Motor lässt sich was machen. Wobei, lässt sich was umbauen? Nee. Okay. Machen wir Vollaufbau. Macht den sogar auch noch fixer automatisch. Das krasse Auftuning kommt erst noch mit den Turboladern. Nochmal Ladeluftkühler und nochmal eine Scheibe. So, nochmal bremsen. Nope. Minus 120 Kilo. Okay. Schürze, das ist ja Blödsinn hier. Der ist jetzt schon X99. Es gibt sogar noch Umbauten vom Antrieb auf einen Allradler. Macht den halt leider ein bisschen zu lahm, ne? Ich weiß nicht, ob man ihn schneller machen kann, so. Aber ich würde es gerne probieren. Machen wir mal.
880 Kilowatt nur. Das ist gar nicht so weh, gar nicht so viel eigentlich, ne? Hm. Gucken wir mal. So. Übersetzung. 348. Er wird schneller, du. Da kommen wir doch langsam gut hin. 408, super. 409 nur noch. 493, bis noch mehr. 409. 410, okay. Okay, es wird schlechter wieder, dann. 410 mit Allrad, kann man nicht meckern. Bisschen auf Kosten der Höchstgeschwindigkeit, aber ich denke, es ist okay. Und man kann natürlich jetzt auch noch so ein Tuning hier finden. Also, da wird es sogar noch leichter. Auch mit Allrad. Performance Center. IJS Speed. Nur Speed einfach. Man bräuchte halt eins, was so much grip. Naja. Ja, 500 kW, Alter. Nee. Ja, die sind halt alle nur ein Stern, ne? Zwei Sterne. Oh, das hier hat 5 Sterne. X-Class Monster. Es wird noch leichter und sonst eigentlich nicht so weit verändert, ne? Haben wir den nicht irgendwie. Lassen wir es jetzt mal so. Ich würde den gerne mal so testen. So. Bauen Rennen, Freunde. Ach, haben wir ja schon abgeschlossen. Wo sind denn hier noch Rennen? Müssen wir weit fahren dafür, ey. Ist doch scheiße. Ah, nee, hier ist noch eins. Mein Reiseführer erzählte mir letzte Woche von einem Klassiker, der hier in einer Scheune herumsteht. Ja, ich nehme an geführten Touren teil. Wo ist das Problem? Du wärst überrascht, wie viel man da lernt. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ey, 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 ey. Nein, ich würde gerne hier lang. Hallo. Allrad heißt Grip, aber auch ein bisschen Handling-Verlust, ne? Müssen wir mal gucken, was er kann jetzt. Du hast dein Ziel erreicht. Rennen. Mal, jetzt gibt es da bestimmt auch viele andere Xer-Autos. Nö, okay. Jetzt haben wir den stärksten. Reicht es für einen Sieg? Vom Start auf Platz 12. Okay, beschleunigungsmäßig kann er ja schon mal mithalten diesmal. Langsam durchgefahren. Alter, nicht abheben. Ah, link, link, link ab. Zippt er gerade mal. War schon besser mit dem anderen, ne? Naja, Handling ist leider sehr viel verloren gegangen durch den Allradler. Schade. Beschleunigung hat er besser gehabt dann, aber. Ey. Da sollte man nicht gegen. Wie viel er einfach
wieder raus beschleunigt, nachdem das Wasser weg war. Aber es reicht nicht. Echt, Alter. Ich dachte, ich bekomme den Punkt nicht. Wow, also... Ist jetzt peinlich? Ja, er lässt mich halt noch nicht mal vorbei, so. Obwohl ich schneller war gerade. Nee, der kommt ja hier gar nicht rum. Haben wir versaut mit dem Allrad. Ja, okay, jetzt haben wir natürlich versaut. Ja, ich find's so lächerlich von Forza, dass man einfach nicht zurückspulen kann vom Ziel, so. Was macht das denn für einen Unterschied? Egal, 12. Platz. Unverdient mal wieder. Danke, Forza. Okay, wir nehmen den Antrieb wieder raus. Das ist ja schrecklich, ist das. Das macht das Auto leider kaputt. Weil man den mit Tech-Antrieb halt auch nicht so gut... Naja, wir gucken dann mal. Gibt's wenigstens hier was Schönes? Zum Trost. Eine weiße Jogginghose. Ist klar. Super. Nehme ich nicht gerne. Machen wir weiter. Okay, Allrad raus. Und nochmal testen. Ein Rennen. Oh, dieser Folge am besten. Wobei, wir müssen ja hinfahren. Also leider nicht wahrscheinlich. Ja. Wird sogar noch leichter. Ist man mal so. Ist er jetzt schneller geworden? Hat. Hä? Ja. Hat er das nicht gespeichert? Boah, ich will ein neues Getriebe, warum dann? Ja, der muss ja schneller werden, ist ja klar. Also. So. Ich glaube, er wird so auch nicht schneller. Ja, 9. 9. Ja, kriegen wir nicht mal auf 410. Und die Beschleunigung ist halt so abartig schlechter geworden, ne? Wow. Na, jetzt wird es wieder schlechter. Ja, 9,5. Ja, müssen wir so nehmen, leider. Okay. Schauen wir mal, ob wir was in der Nähe finden noch. Hier ist halt so ein neues Kapitel-Ding wieder. Le Racer. Das hier ist der Stuntfahrer, haben wir auch schon gemacht. Die letzte Taxi-Mission kann ich euch leider nicht zeigen. So ein Scheiß auch. So, sonst ist hier ja nichts Neues mehr. Also müssen wir leider hier Richtung nach oben fahren. Bei nächster Gelegenheit wenden. Scharf links abbiegen. Probieren wir es mal. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. So. Ja, merkt man sofort einen Unterschied, ne? Ist halt krass. In 400 Metern rechts abbiegen. Manche Autos kommen damit leider halt nicht so gut klar. Aber er ist halt jetzt auch schwieriger zu fahren, das versteht sich von selber. Das meine ich. Keine Chance, sie zu retten, alles klar. Okay, da ist aber auch so eine Tafel, die nehmen wir dann auch noch gerne mit.
stabil, ey. Route wird neu berechnet. In 100 Metern links abbiegen. Mann, ey, das ist... Was ist denn der? Hä? Lols. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. So. Dann fahren wir nochmal in Richtung der Geschichte. Ach cool, die Fahrzeuge sind während der Zeit alle unsichtbar. Ist ja geil. Das ist cool. Das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Neue PB, Reiz für den Dreier. Ja! Ah, es war so schön, dass man da nicht gegen die Fahrzeuge da fahren konnte. Bei nächster Gelegenheit wenden. Hä? Why? Oder so? Ist doch nichts. Gar kein Plan. Ist hier einfach drinne? Da ist doch nichts. Hier drunter, ey. Ja, please. So, Freunde. Das war's dann auch wieder für diese Folge. In der nächsten Folge fahren wir dann zu diesem Rennen. Guck mal, wie sich der Wagen dann dort schlägt. Komm auf die Straße zurück, dann passt das. Da, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mit diesem Auto wieder einen Sieg hinfahren können. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.